Im Homeoffice fehlt der Störfaktor Nummer 1, die Kollegen. Ja, Mai, wer hat denn jetzt die Kaffeetasse schon wieder nicht eingeräumt? Kann man nicht auf der Toilette nicht einfach die Spülung benutzen? Nein, Gabi, es interessiert mich nicht, wer mit wem gerade im Bett ist. Schreib's mir auf Slack. Homeoffice ist insofern ein Problem, weil jetzt natürlich diese ganzen Bürogebäude leer stehen und man jetzt irgendwie die Leute wieder zurückkriegen muss. Und deswegen baut man öffentlich Druck auf, indem man behauptet, ja, hier will ja keiner mehr richtig arbeiten. Die wollen alle ins Homeoffice, ne? Und zu Hause faulenzen. Dabei kann man ja nur im Büro richtig arbeiten. Das ist so die allgemeine Meinung zu dem Thema. Aber jetzt hat das IFO-Institut rausgefunden bei einer Umfrage, dass 60 der befragten Unternehmen eine gleichbleibende Produktivität im Homeoffice festgestellt haben, weil